Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Elisabeth Goethe. Großmutter Goethe schreibt einen Brief an ihre Enkel. Den 31. Dezember 1792. Lieber Enkelein, an euch alle ist dieser Brief gerichtet. Wollte ich jedem von euch sein Liebesschreiben einzeln beantworten, so möchte mir die Zeit mangeln, und ihr müsstet lange auf die Danksagung für die Freude warten, die ihr mir durch eure lieben und herzlichen Briefe gemacht habt. Liebe Kinder, das Christgeschenk kann euch unmöglich mehr Freude gemacht haben als mir eure Briefe. Sagt selbst, was mir tröstlicher und erquickender sein könnte, als Enkel zu haben, die trotz der Entfernung mit warmem Gefühl mich so lieben und ehren. Liebe Enkelein, macht mir in dem kommenden Jahr ebenso viele Freude wie in dem zu Ende gehenden. Behaltet mich in gutem Andenken, nehmt auch in diesem Jahr wie an Alter, so auch an allem, was eure lieben Eltern, mich und alle guten Menschen erfreuen kann, immer mehr und mehr zu. So wird euch Gott segnen, und alle, die euch kennen, werden euch lieben und hochschätzen, besonders aber diejenige, die beständig war, ist und bleibt eure euch herzlich liebende Großmutter Elisabeth Goethe.